Herr Schwan, grüß dich. Hallo. Ja, sehe ich hier, Sie sind dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Aber ja. Immer noch nicht so richtig, oder? Ja, momentan ist es nicht so, wie es sein sollte. Michael Schwan aus Gehweiler bei Namborn ist verärgert. Vor gut einem Jahr wurde vor seinem Haus Glasfaser verlegt. Aber nicht nur im Boden haben die Baggerarbeiten Spuren hinterlassen. Dann ist er mit dem Knick oben an dem Kandel vorbei, hat den zerdrückt und auch beschädigt ein Loch reingemacht. Und seit das ist, regnet auch Wasser richtig runter, muss ich auch sagen. Da zieht mir das Wasser unter rein ins Mauerwerk. Seit 2022 laufen die Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser in der Gemeinde. Schwan wollte vom Unternehmen den Schaden ersetzt bekommen. Da haben wir drüber geredet und dann wurde mir kundgetan, Herr Schwan, wir schicken Ihnen was zu. Ja, bis zum heutigen Tag kam noch nichts. Seh- und hörbar sind die Folgen des Glasfaserausbaus auch nach wie vor im Namborner Ortsteil Vorschweiler. Ja, und das hier, das ist jetzt einfach Schotter drauf gemacht. Und dieser Schotter, der fliegt dann auf der Straße rum. Die Autos fahren hier drüber, das verteilt sich überall. Und die Leute fahren durch die Löcher durch. Das wird ja auch nicht mehr besser, sagen wir es mal so. Nee, also, besser wird es nicht. Soll denn das jetzt fertiggestellt werden? Also gibt es da irgendwie eine Aussage? Keiner. Keiner, oder weiß keiner was. Statt schnellem Internet Frust. So geht es vielen Nambornern, auch in Gehweiler. Jahrelang hatte der Ort gespart und für ca. 30.000 Euro diesen Festplatz gebaut, inklusive Drainage. Es war absolut gut, die Drainage da drin. Das haben wir auch gemerkt dahingehend. Wenn es geregnet oder was, war hier nie irgendwie Batsch oder was. Dann kam die Glasfaser, hatte den Platz komplett in Beschlag geholt. So, das heißt, da haben ja die ganze Kabeltrommel gelegt, da haben die Verbundstellen gelegt. Der Abraum, der ganze Teer, wo wochenlang da gelegen hat. Erst im Dezember wurde der Schutt weggeräumt. Durch die schweren Lasten ist wohl die Drainage kaputt gegangen. Das Wasser läuft nicht mehr ab. Genehmigt war die Lagerung laut Hastenteufel an diesem Ort nicht. Und ansonsten wird uns erstmal interessieren, wer bezahlt die Schäden, wann gehen die Schäden behoben, die schon mittlerweile zweieinhalb Jahre uns beschäftigen. Soll die nachher aus Gemeindemittel irgendwo bezahlt werden? Wer soll die bezahlen? Kann nicht sein, dass die Allgemeinheit das übernimmt und Glasfaser einen Nutzen davon hat. Ein weiterer Fall, bei dem unklar ist, wer die Reparaturkosten übernimmt. Die Deutsche Glasfaser hat die Firma Geodesia als Generalunternehmer mit dem Ausbau in der Gemeinde Namborn beauftragt. Geodesia beschäftigt seinerseits mehrere Subunternehmen. Die Arbeiter kamen nach Angaben von Anwohnern und Ortsvorstehern aus Südamerika und Nordafrika. Die meisten seien keine Facharbeiter gewesen, wie aus einem uns zugespielten Video deutlich wird. Da die Bauarbeiten in Namborn seit Monaten ruhen, konnten wir dort keine Arbeiter mehr antreffen. Weder Geodesia noch die Deutsche Glasfaser wollten uns ein Interview geben. Zum Thema Fachkräfte erklärte uns die Glasfaser schriftlich: Kernauswahlkriterien eines Baupartners sind das Know-how, die Referenzen und die Erfüllung aller baulichen und sicherheitstechnischen Qualitätsanforderungen, insbesondere was die Qualifikation bezüglich Tiefbau- und Hausanschlussarbeiten betrifft. Schriftlich betonten Geodesia und Deutsche Glasfaser zudem gegenüber dem SR, man halte sich an alle arbeitsrechtlichen Regelungen. Zahlreiche Anwohner berichten uns jedoch von sehr schlechten Arbeitsbedingungen. So wie ich es eingeschätzt habe, haben wir von morgens bis abends gearbeitet. Wenn man ihnen mal eine Flasche oder was zum Essen herausgestellt hat, da haben sie mal eine kurze Pause gemacht. Mein Mann hat mit Händen und Füßen mit denen geredet, ne? Weil die mussten ja durch den Vorgarten bei uns. Da muss man ja doch schon ein bisschen aufpassen. Ne? Sonst hätte man doch auch noch Schäden, aber so arme Leute waren das. Die Leute haben einem leid getan. Die haben bei der Hitze und egal wo gearbeitet. Und ich finde, die gehen so richtig über den Tisch gezogen. Und man muss ja dabei sein, dass das bei uns im Land, dass sowas noch möglich ist, dass man Leute holt und du die so ausbeute. Glasfaserausbau in Deutschland auf Kosten von Ausbeutung? Die Beratungsstelle Wanderarbeit und mobile Beschäftigte bei der Arbeitskammer des Saarlandes kümmert sich um solche Fälle. Besonders bei Subunternehmerstrukturen sei die Ausbeutung von Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, ein Problem. Die Menschen werden überwiegend ausgebeutet bei enormen Arbeitszeiten, die nicht vergütet werden. Es gibt Lohnkürzungen, die nicht begründet werden. Es gibt Unternehmen, die gar keine Löhne mehr zahlen. Es gibt Kündigungen auf Zuruf und es gibt kein Geld im Urlaub. Das sind so die häufigsten klassischen Fälle, die bei uns hier in der Beratungsstelle auftauchen.
Viele offene Fragen zum Glasfaserausbau in Namborn. Als Kooperationspartner, der die Baustellen abnimmt, wollten wir darüber mit der Gemeinde sprechen. Ein Interview lehnte Bürgermeister Sascha Hilpisch aber ab. In anonymen Schreiben waren gegen ihn und einen leitenden Mitarbeiter der Bauabteilung Vorwürfe erhoben worden. So soll der Mitarbeiter nebenher eine private Tiefbaufirma betreiben, der er auch beim Glasfaserausbau Aufträge der Gemeinde zugeschanzt haben soll. Der Staatsanwaltschaft liegen dazu mehrere Strafanzeigen vor. Im Namborner Amtsblatt wies Hilpisch die Vorwürfe zurück. Es seien keinerlei Zahlungen an den Mitarbeitenden gegangen und laut des Zwischenberichts des von Hilpisch eingesetzten Sonderermittlers soll es keine Verfehlungen gegeben haben. Schlaglöcher statt schnelles Internet. Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Namborn ist bisher ein Rohrkrepierer, inklusive bitterer Pointe. Sind denn die Haushalte jetzt mittlerweile wenigstens angeschlossen? Nein, da ist kein Haushalt angeschlossen. Also in unserer Straße ist auf jeden Fall kein einziger Haushalt angeschlossen. Wann aus diesen Kabeln schnelles Internet fließt? Nach Angaben von Geodesia sollen die Anschlüsse Ende des Jahres fertig sein. Viele Namborner sind da skeptisch.